Wombats sind nicht nur super süß zum Knuddeln, sie produzieren auch diese kleinen praktischen Würfel, um die es in dieser Folge geht. Also viel Spaß mit 10 Things You Can Do with Wombat Poo. Das hier ist Wombat Code. Ich nenne es lieber auf Englisch Wombat Poo, weil es sich niedlicher anhört und viel besser zu diesen würfelförmigen kleinen Klötzchen passt, die übrigens diese Form haben, damit man sie gut auf kleinen Erhöhungen wie zum Beispiel Steinen oder auf Ästen ablegen und so das Territorium markieren kann. Es ist auch gar nicht eklig, weil die Wombats fast nur Wurzeln und Gras essen und die wirklich sehr gründlich verdauen. Das heißt, es ist eigentlich wie gepresstes Heu. Und man kann mit Wombat Poo super tolle Dinge machen. Wombat Poo ist die Bereicherung für jeden Ökohaushalt und kann zum Beispiel Plastikbauklötze ersetzen. Ich denke, man erkennt hier sofort die Pyramide von Gizeh. Mit Wombat Poo kann man natürlich auch super Womball spielen. Eine Art Schneeballersatz für den Sommer. Welch ein Spaß! Auch als Duftkerze fantastisch, wenn man echten Wombat-Geruch zu Hause haben möchte. Das riecht köstlich. Willst du auch ein bisschen Wombat-Geruch im Van? Nein! Warum nicht? Heute nicht. Aber sonst immer. Nur echtes Wombat-Poo ist braun und würfelförmig. Auch im Winter sehr gut, denn mit Wombat Poo lässt es sich im Winter sehr gut und sehr sparsam heizen. Wombat Poo eignet sich auch super zum Basteln. Hier habe ich zum Beispiel aus Wombat Poo und ein paar Streichhölzern eine kleine Wombat-Familie gebaut. Die Wombat-Mama und ihr Nachwuchs. Ich bin das tote Riesenkänguru und ich esse euch jetzt auf. Lauf, Wambi, lauf! Mama, lauf, Wambi! Ja, es macht Spaß. Irgendwie krank, aber lustig. Mit Wombat Poo kann man Urlaubsgröße basteln, die viel besser sind als diese gewöhnlichen Postkarten. Mit Wombat Poo kann man wie ein echter Wombat sein Territorium markieren. Wenn Katja gleich kommt, wird sie garantiert meinen Platz respektieren. Es ist dein Platz da draußen. Wombat Poo ist auch super als Dünger einsetzbar. Ich habe hier vor einer Woche ein kleines Pinchen Bier eingepflanzt und nun habe ich eine ganze Flasche voll mit Bier. Lecker Wombat-Bier. Cheers! Auch als bekömmliches Nahrungsmittel sollte man Wombat-Poo nicht verachten. Ist nicht das Leckerste, aber hat viele Ballaststoffe. Und mit Ketchup bestimmt noch besser. Und habt ihr jetzt auch Lust auf eigenen Spaß mit Wombat Poo? Dann schreibt uns doch einfach, was ihr damit machen würdet, in die Kommentare. Und diejenigen, die uns am besten gefallen, oder derjenige, der bekommt von uns ganz lustigen Wombat Poo zugeschickt. Einsendeschluss und Teilnahmebedingungen am Ende des Abspanns.